Und ich möchte an den Anfang meines Rundgangs, indem ich kurz in die Ausstellung in kleinen Impressionen nahebringen möchte, einen Text stellen von Erich Fried, der mir in Übertragung sehr gut zu dem zu passen scheint, was wir gerade erlebt haben. Es heißt, ein Dichter ist einer, der Worte zusammenfügt. Das stimmt nicht. Ein Dichter ist einer, den Worte noch halbwegs zusammenfügen, wenn er Glück hat. Wenn er Unglück hat, reißen die Worte ihn auseinander. Der künstlerische Prozess als Zerreißprobe, für den Künstler, der sich in seinen Arbeiten der Wirklichkeit stellt, aber auch für den Betrachter, der über diese Werke wiederum einen neuen Zugang zur Realität bekommt. Und in dieser Ausstellung unter dem Thema Das Gesicht des Menschen hat Martin Eckrich sich eines Themas angenommen, das ein zentrales Thema in der Kulturgeschichte des Menschen und damit auch in der Kunstgeschichte des Menschen ist. Und ich möchte Sie bitten, nein, wir machen es dahin. Schauen Sie, drehen Sie sich mal um, Sie haben jetzt die ganze Zeit wieder hingeschaut. Ein kurzer, wie war das, die Bewegung ist wichtig. Die Drehung, jawohl, beweglich bleiben. Wir haben hier in dieser Remise heute eine Auswahl an Kinderbildnissen. Und das erste Stichwort, das hier kam, war ein ganz altes Wort. Das Antlitz. Ein Wort, das wir heute kaum noch benutzen für Gesicht. Antlitz aus dem Althochdeutschen, Antlitzi. Das Wort tauchte so etwa um 750 zum ersten Mal auf. Das heißt eben, es ist ein sehr altes Wort in unserer Sprache und es hat in der Bedeutung, denke ich, einen sehr engen Zusammenhang zu dem, was eben auch hier passiert. Antlitz heißt übersetzt der oder die Entgegenblickende. Das heißt, der Mensch, der uns anschaut, der uns ins Gesicht sieht, der uns in die Augen sieht, dem wir in die Augen sehen. Die Augen sind für uns in unserem Alltag ein ganz wichtiger Teil des Menschen. Überlegen Sie einmal, wie oft Ihnen das in den Sinn kommt, jemandem etwas ins Gesicht sagen, jemandem in die Augen sehen und wie wichtig die Augen für Sie sind, wenn Sie Ihr Gegenüber kennenlernen wollen, erkennen wollen. Die Augen bei Kindern sind noch einmal ganz besonders gestaltet, und zwar von der Natur. Die Natur hat dafür gesorgt, dass die Augen der Kinder im Verhältnis zum Gesichtsfeld sehr groß sind. Und sie hat damit eine sehr weise Entscheidung getroffen. Denn diese Augen, die uns groß anschauen, die lösen in uns dann aus diesen Fürsorgereiz, nennt man das. Das klingt jetzt sehr banal, sehr nüchtern, aber es ist im Grunde genommen eine ganz, ganz wichtige Einrichtung in der Gattung Mensch, in der Natur überhaupt, die uns sozusagen, ohne dass uns das irgendjemand erklären müsste, einen Impuls gibt, dass man sich um dieses Wesen, das einem entgegenkommt, kümmern muss, dass man Sorge tragen muss. Und das heißt eben, es ist ganz wichtig für die Erhaltung der Gattung. Gäbe es diesen Reiz nicht, wer weiß, was dann mit der Rasse Mensch wäre. Wenn man sich die Bilder zurückruft, die wir eben zum Teil gesehen haben, was trotzdem an Grausamkeit an Kindern verübt wird, was ihnen geschieht, dann mag man sich das nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es diesen Reiz nicht gäbe von der Natur. Kinder also als ein ganz besonderer, ja, ein ganz besonderer Teil der Menschheit, ein wichtiger Teil der Menschheit, Kinder als
die die Menschheit forttragen, fortführen, die also unsere Zukunft sind, in denen wir weiterleben. Und wenn wir uns jetzt hier diese Kinderbilder anschauen, dann haben wir auch gleich ganz verschiedene Eindrücke, wie diese Kinder an uns herantreten. Wenn man sich das einmal anschaut hier, dieses linke Hand, dieses Kinderbild, was so über die Schulter gedreht und anschaut, man mag denken, dieser Blick ist auf Augenhöhe erstmal, guckt uns gerade an, trotzig, herausfordernd. Das können Kinder sein. Wir haben hier ein Kind, das uns anschaut mit einem Blick, der vielleicht eher fragend ist. Ja, was willst du? Wohin geht es? Was ist mit dir? Ein Kind, in dessen Augen sich Angst spiegelt. Was wird aus dir? Oder auch ein Kind, das uns, und da ist der Blick von unten ganz wichtig, das uns sagt, hilf mir, kümmere dich um mich. Das heißt eben, die Augen sind für uns in der Verständigung als Menschen untereinander ein ganz zentrales Element. Und ich denke, das ist auch die große Bedeutung einer Ausstellung, die sich im Gesicht, im Antlitz widmet. Dass diese verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, an uns heranzutreten, herausgearbeitet werden. Jetzt möchte ich mit Ihnen in den Denkraum gehen. Sie wissen ja, wir machen einen kurzen Rundgang.